Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zum Thema Conan Battle Pass bzw. Herausforderungen. Ja, wir befinden uns wieder auf der Insel und da gibt es die folgende Herausforderung unter anderem. Ihr müsst 30 Bären sammeln. Das ist eine gewöhnliche Herausforderung für den Battle Pass. Und zwar befinde ich mich jetzt gerade hier oben in, was ist das, E10, hier oben, also in der Nähe von diesem kleinen Teich, sage ich jetzt mal, dieser kleinen Insel hier, der Faltcheninsel. Und im Hintergrund habe ich diesen großen Felsen. Und von dort aus könnt ihr jetzt einfach in Richtung der Brücke da hinten laufen. Da habt ihr nämlich dann einen riesigen Ort, wo ihr ganz, ganz viele Bären finden werdet. Ihr lauft hier einfach entlang. Hier gibt es auch jede Menge Kohle dann noch zwischendurch, die ihr einsammeln könnt. Da gibt es Silberstellen, ein bisschen noch vor der Kohle, wenn wir jetzt von dieser Seite aus kommen. Und wenn ihr nochmal komplett den Berg herumlaufen würdet, hättet ihr auch noch so einige Goldstellen, die ihr abfahren könnt. So, dann seid ihr jetzt hier. In dieser, ich sag mal, in dieser Schlucht. Da könnt ihr jetzt mal so ein bisschen gucken, weil das ist immer unterschiedlich, wie das Ganze spawnt. Ich laufe dann immer auf die andere Seite. Und hier findet ihr diese mit kleinen roten Punkten versehenen Sträucher. Und da könnt ihr dann die Hochlandbeeren ernten. Ihr seht schon, 24 haben wir schon abgeerntet. Ihr nehmt leider nicht die Beeren, sondern wirklich die Sträucher, die ihr abgeerntet habt, zählt ihr nur. Deswegen braucht ihr wirklich sehr, sehr viel davon. Ich habe das hier schon mal so ein bisschen vorgearbeitet. Zwei müssen wir noch machen. Hier ist zum Beispiel noch eine große Ansammlung. Na? Er möchte nicht mehr. So, jetzt. Und damit haben wir Bären sammeln. Komplett. Ihr könnt hier hoch noch ein bisschen laufen. Also da habt ihr noch eine Ansammlung an Bären. Ihr habt hier noch mal einen großen Busch, wo ihr was sammeln könnt. Hier habt ihr nochmal eine Stelle, wo ihr ganz viele Büsche habt. Und hier habt ihr auch nochmal eine kleine Stelle, wo ihr Büsche habt. Also ihr findet hier wirklich immens viele Hochlandbären. Ja, ich hoffe, euch konnte dieses kleine Video weiterhelfen. Wenn ja, macht doch gerne einen Daumen nach oben und schaut euch noch weitere Conan Battle Pass Videos an. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.